Servus, Salve und Hallo. Es ist Mittwochabend, wir haben den 26. Oktober und der DAX steht bei 13.200 um 17.38 Uhr. Weckt Hoffnung war eine Überschrift und zieht noch, oder so ähnlich habe ich es geschrieben. Und das tut er auch. Ich habe den jetzt mal hier aufgedröselt, das ist jetzt also eine Kerze, ein Tag und das ist also der Downtrend vom All-Time High. Ja, drei Berührungspunkte. Und mir geht es jetzt um Folgendes. Wir haben echt ordentlich Gas gegeben. Wir sind oberhalb des oberen Bandes. Das ist alles noch in Ordnung. Wir sind hier zwar technisch hoch, interessiert nicht. Und hier auch, aber es gibt kein Verkaufssignal. Das heißt, für diejenigen, die long sind, die müssen jetzt auf jeden Fall mal die Bestände absichern. Ich schlage vor, dass man das hier drunter macht. Und zwar 20 Punkte unter der heutigen Tageskerze. Da wären wir also ganz grob bei 13.000. Das sollte man auf jeden Fall machen. Diejenigen, die short sind, sollten jetzt nicht in Panik verfallen, sondern wir müssen jetzt mal schauen, was hier an diesem Trend, und der ist per heute, ist der bei mir 13.278 und ist per morgen bei 13.258. Also fällt 20 Punkte, was da passiert. Ich würde jetzt noch hier noch nicht in Panik verfallen, dass das Ding komplett durchdreht. Diejenigen, die keine Position haben, also für einen Long ist es jetzt zu spät und für einen Short ist es zu früh. Da muss man einfach mal ein bisschen abwarten. Tatsächlich ist diese Bewegung hier, das sind so ganz grob 1500 Punkte von da nach da und das hier von den 11.800 jetzt zu 13.400, also bis da oben hin wären das auch 1500 Punkte. So schön der gelaufen ist, alles gut, alles fein. Ich glaube, er kommt hier in einen Bereich rein, der wird schon schwieriger werden. Ja, dieser Trend, also meine Erfahrung ist, dass man so einen Trend eigentlich nicht während des Tages bricht, sondern nur über Nacht. Würde mich wundern, es ist alles möglich, wie gesagt, es sind hier keine Verkaufssignale, gar nichts, aber es ist schon doch schon recht hoch und das hier ist die 13.273 bei heute, also am Mittwochabend. Mal ein kurzer Blick auf die 4 Stunden. Mittwoch ist ja immer der Tag, wo es ein bisschen aggressiver zugeht. Da haben wir hier, Entschuldigung, hier ist das, der eigentliche Punkt. Da sind wir bei der 13.955. Ab dann gilt dieser Downtrend vom All-Time-High als überboten. Noch nicht bei diesem kleinen Zwischending hier. Also bei mir nicht. Trotzdem nenne ich ihn, das ist die 13.559. Das ist auf jeden Fall dann der nächste Widerstand. Ich muss mal ganz kurz zurück, weil ich habe die 200-Tage-Linie nicht genannt. Die ist bei 13.715. Also hier gibt es jetzt eine ganze Menge Zeug, auch jede Menge Fibo-Cluster. Also da ist jetzt schon einiges. Das wird schwer, da durchzukommen, vor allen Dingen mit diesem Anlauf hier. Das wird nicht so einfach werden. Trotzdem, ich finde, der hat sich heute hervorragend gehalten. Auf Stundenbasis sind wir nach wie vor in Ordnung. Ja, also das MACD ist schlimmstenfalls als neutral zu bewerten. Und von der Stochastik her gehen wir weiter hoch. Das ist also grundsätzlich alles in Ordnung. Ich halte die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir an diesen Trend rangehen, für sehr hoch. Man ist jetzt auch nicht mehr viel, das sind ja noch 60 Punkte. Aber es muss mir eigentlich gefallen. Also zum Short gehen ist es für mich definitiv zu früh. Ich gehe mal zurück auf den Tag, um euch zu zeigen, was ich für Scheine genommen habe und warum. Und zwar ist das hier. Ja, komm her. Ich mache den mal hier so in die Mitte. Den Call habe ich gewählt hier unten drunter, unter diesem kleinen Zwischentief. Und das wird morgen dann auch unter der 20-Tage-Linie, die jetzt sowieso als Unterstützung dient, erstmals als Unterstützung dient, landet dann auch drunter. Das ist 12.524, ist im Moment ein 19er Hebel. Mit den Kursen jetzt, ich habe das für eine Viertelstunde rausgesucht, ist wahrscheinlich nur noch ein 18,5er. 12.524, das ist durchaus noch in Ordnung, auch ein 18er Hebel, das ist kein Problem, das ist die GZ1NU8. Kann man nehmen, wenn wir hier drüber gehen. Aber jetzt ist das Wichtige an dieser Marke, ist nicht, dass wir mal kurz so drüber stechen, so 30, 40, 50 Punkte, vielleicht den einen oder anderen Stop auflösen. Es ist wirklich der Tagesschlusskurs entscheidend. Da muss man einfach warten. Da muss man geduldig sein. Dann habe ich als Put eingenommen, der hinter der 200-Tage-Linie liegt, in der Nähe von diesem Zwischenhoch, was wir dann hatten in der Mitte August.
13.824 ist im Moment, es dürfte leicht gestiegen sein, so ein 21er Hebel. GK9A48. Gustav Karl 9A48. Das ist für den Fall, dass wir das hier nicht schaffen. Dann ist er relativ nah dran, da kann man durchaus mit Spaß haben. Aber nochmal, und das ist mir wichtig, wir haben keine Verkaufssignale. Das ist zwar hoch, was dieser Bewegung hier, dieses Momentum geschuldet ist, aber es sind keine Verkaufssignale. Also zum Short gehen ist es meines Erachtens nach zu früh. Jetzt sind eine ganze Reihe an Zahlen sind schon rausgekommen. Da kommt, glaube ich, morgen noch, jetzt was Amerika angeht zum Beispiel, McDonald's kommt dann noch und heute Abend kommt noch Meta nach der Börse. Und was kommt denn heute noch nach der Börse? Sonst nichts mehr. Morgen kommt dann Amazon und Apple nachbörslich und Intel. Und vorbörslich kommt McDonald's. Jetzt müssen wir gerade auf eine Liste schauen, was kommt jetzt hier noch in Deutschland. Die Lufthansa kommt morgen. Ich glaube gar nicht, dass die so schlecht sind. Also die gefallen mir eigentlich grundsätzlich ganz gut. Und also der Markt sieht technisch durchaus okay aus, aber das ist eine fette Zone hier. So einfach geht er da nicht durch. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.